Herzlich willkommen zurück. Wir haben uns beim letzten Mal unsere Ausrüstung wieder geholt, nachdem die uns von Daud abgenommen wurde. Die Ratten bilden eine Schlange. Und wir sollen jetzt wieder zurückkehren. Huch. Ne, hier waren wir auch drin, ja. Huch, da habe ich Kupfer vergessen. Und da haben wir auch noch 75 vergessen. Ja, wenn man sich dann erstmal von A nach B so bewegt, dann ist man auch relativ fix dabei. Oh, zu Dauds Hauptquartier. Mich hier doch jetzt nicht erspähen. Oh fuck. Einfach durch. So, hat sich eigentlich der Storytext geändert? Nee. Hab nicht mehr so viele Betäubungsbolzen. Das nervt ein bisschen. Sind das viele. Gleich haben wir nochmal. Hallo? Achso, das ist im Hauptquartier drin. Ist noch ein Artefakt, aber glaube ich nicht. Gut, zur Hölle bin ich jetzt. Ah, hier kommt man wahrscheinlich hoch aufs Dach, um ja, von hinten oder von der Seite an die ranzukommen.
Ja, aber ist auch mehr schlecht als recht, oder? Noch ein Artefakt hätte ich schon gern, was ist dahinter noch? Als Hunde, ey. Die Hunde im Spiel sind ein bisschen hart, weil die halt dich sehr schnell sehen. Aber mehr als genug Holzen. So, Alter, 8 Knochenartefakte. Du kannst etwas schneller klettern. Okay, das ist nicht so wichtig. Och man, ich habe schon WR gedrückt. Ja, wir spielen in letzter Zeit sehr viel StarCraft, was ja ein Shooter ist. Und irgendwie bin ich deshalb komplett drin. So von wegen, ey, wenn ich Pausen habe und man hat gerade keinen Stress, dann wird mal schnell nachgeladen. Ah, guck mal, hier geht's auch hoch. Tut mir leid, dass ich eure Hunde ausgeschalten habe. Du bist vor dem Einsatz gerüstet. Ich habe daraus. Worauf wartest du? Ich muss zum Tor, nicht zum Fluss. Und dort besitzt den Schlüssel zum Tunnel und will nicht gestört werden. Deswegen korrekt. Der Gefangene. Der Leibwächter, der bei der Kaiserin war, er macht ihn unruhig. Ja, heute Abend stehen uns große Veränderungen bevor. Ja, viel Erfolg bei deinem Aufnahmen, sobald du die Freigabe hast. Thank you.
Och nee. Ja, ist nun mal hier Attentäter. Geil. Betäubungsbolzen. Wir brauchen auch Dautschlüssel. Och man, gleich mal ein Bolzen verschwendet. Okay. Noch zwei. Bleiben Sie im Schatten und meiden Sie das Licht. Durchqueren Sie den Raum, ohne Aufsehen zu erregen. Was tun wir jetzt gegen die Ratten? Nö. Hier kannst du dich neben deinen Ausbilder legen. Okay, zwei Fenster. Nee, brauche ich nicht mehr. Meister, was gibt's? Corvo ist aus der Haft entkommen. Keine Spur. Und die Wachhabenden schwören, nichts gesehen zu haben. Das klingt unmöglich, ich weiß. Und Reeves Raffinerie ist wieder aktiv. Was sagen Sie? Dass es sein Fach besser versteht als Sie, Iris. Machen Sie mit den Wachen, was Sie für richtig halten. Was Corvo angeht. Er wird mich hier treffen, wenn es an der Zeit ist. Er muss es tun. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt habt ihr alles verloren. Das ist Ihr Ende, Lord Regent. Kaiserlicher Spion, Hiram Burrows. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in ihre Nähe zu kommen. Nur um meine Kinder zu versenken. In ihrem Auge. Jetzt. Und jetzt kämpfen wir. Den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Gegen das Ticken der Uhr. Bleib zurück! Das ist mein Kampf! Darauf habe ich gewartet. Mal sehen, wen der Outsider rettet. Sie oder mich. Warum kämpfen Sie? Für die Männer, die Sie vergiftet und zum haben? Für Ihre tote Kaiserin. Angst, sich mir zu stellen? Ich bin enttäuscht. Na los, greifen Sie richtig an. Ich habe Sie getötet. Na. Wir sind vom gleichen Schlag, Sie und ich. Wir töten für andere. Ich soll der Feind sein? Ich habe Sie nie belogen. Ja, ist ja auch okay. Ich will dich auch gar nicht töten. Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle.
Sie müssen schneller sein, wenn Sie mein Blut wollen. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? Hertha, Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Sie müssen schneller sein, wenn Sie mein Blut wollen. Okay, ich kann noch über ihn urteilen. Ich will ihn gar nicht töten. Kein Grund dafür. Ich dachte, ich kann ihn betäuben, aber ich habe meine ganzen Betäubungsbolzen unnötig verschwendet. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ich bitte um mein Leben. Als ich die Kaiserin tötete und ihr die Tochter nahm, wurde mir etwas klar. Nun sehe ich das Zeichen auf ihrem Handrücken. Das Zeichen des Outsiders. Ich weiß, was ich... Gucken. Die vielen Jahre des Wartens im Schatten der Gassen, um irgendeinen Reichen mit einem Messer abzustechen. All das Geld der reichen Bastarde, das durch die Hände floss. Für einen von ihnen zu töten im einen Jahr, für den Tod desselben bezahlt zu werden im nächsten. Aber was habe ich erreicht? Mehr als sie? Oder viel weniger? Ich habe an den Schreinen kniend dem Flüstern des Outsiders gelauscht, der mir sagte, ich würde die Dinge verändern, dass ich wichtig sei. Es war gut. Durch ihn fühlte ich mich mächtig. Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt zu verlassen und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Sie sollten für die Männer, die sie beauftragten, töten, aber sie fanden einen anderen Weg. Sie schlugen diesen Weg ein. Ich nicht. Mein Leben liegt in ihren Händen. Wählen Sie. Ja, Dowd. Viel Spaß. Unerwartet. Ja. So eine Rune vergessen. Geht's hier oben weiter? Wahrscheinlich nicht. Ah ne, stimmt, ich muss ja unten weiter. Da wo ich den Schlüssel brauchte. Da war nie Verbund gewesen. Okay. Ah, hier sehen wir die Karte. Da war ja die Kaiserin. Die haben ein bisschen mehr gemacht, ne? Also, man hat ja gar nicht alles mitbekommen. Ja, warum sollte ich böse auf ihn sein, ne? Am Ende des Tages hat er auch nur seinen Auftrag ausgeführt, genauso wie wir es getan haben. Ne, mit dem Unterschied, dass wir ja, doch ab und an mal jemanden verschont haben. Das hat er nun mal nicht gemacht. Ne? Das könnte man ihm jetzt übel anrechnen. Aber auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite hat er halt, wie gesagt, einfach nur seinen Job gemacht. Und ja, kann ich ihm jetzt nichts draus... Da bin ich jetzt nicht wütend drauf. Scheinbar scheint er ja ein vernünftiger Typ zu sein und nicht irgendwie so eine Art... Wie zu Undoubt? Okay. Nicht so ein Fanatiker wie die anderen. Lol, hier hätte man jetzt auch einfach so reingekonnt. Okay. Egal. Guck mal, da unten gibt's, Rune. Sind noch Dinge zu looten? Oh ja. Ein Gemälde. Das quaternionische Grunzen des Foltermeisters. Okay. Hm.
glaube immer noch unter uns, ne? Ja, da unten ist sie. Warte mal, ob hier noch irgendwie was ist. Nice. So, dann können wir jetzt bestimmt hier Zeit verlangsamen machen. Können wir mitnehmen. Wir nehmen noch Vitalität mit. Ein bisschen mehr Leben. Tunnel zum Tor. Weiter geht's. Immer noch im überschwemmten Bezirk. Oh ja, hier sind einige Ratten unterwegs. Überwinde die Quarantänesperre und verlasse den überschwemmten Bezirk. Okay. Da fährt eine Chuchu-Chu. Wie komme ich in das Gebäude? Ah, da. Oh, dahin war noch ein Artefakt. Ja, dann gucken wir erstmal, was wir hier noch so finden. Vielleicht ein Arzt? Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter. Auf der Durchreise, wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Das probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Was willst du von... Mich ausrauben? Dich mit mir im Heu wälzen? Mich retten? Oh ja. Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin hier ganz allein. Du gehst schon wieder? Ich dachte, du würdest nie verschwinden. Komm gleich wieder. Also komme ich wahrscheinlich wirklich. Au! Das war jetzt nicht der Plan. Willst du nicht auf einen solchen Wagen springen? Okay, ich muss doch den Teleport hier dafür benutzen. Sonst drehe ich durch. Das ist immer schlimm, wenn die Steuerung so... Oder was heißt Steuerung? Wenn irgendwie der Charakter nicht rafft, was man eigentlich gerade tun will. So, haben wir. Easy. Also hoch kommen wir hier wirklich schnell. Das ist gut. Gut, dann holen wir erst noch ein Artefakt. Moin.
Ja, ich habe leider keine Heilung für dich. Was ist hier für eine Tür? Das ist keine Tür. Ganz am Ende ist es. Da waren aber auch die Ratten, ne? Ja gut, dann machen wir heute aber mal früher Schluss. Und beim nächsten Mal das Knochenartefakt. So, aber lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.